So Leute, heute sind wir mal ganz, ganz, ganz woanders. Wir haben uns nämlich mal gedacht, wir machen wieder eine schöne Fahrradtour. Da hinten kommt die Marie, dahinter ist Ash und der Max, der wollte nicht mit. Ich glaube, wo ist Ash? Ich glaube, hier muss man überhaupt nicht so eine Jacke anziehen, ne? Nee, irgendwie wird es warm. Das ist voll warm hier. Wir fahren nämlich entlang des Nordostseekanals. Einmal von Ost nach West und wir fahren hier auf der Sonnenseite. Also, da geht's längs. Ne, würde ich sagen, müssen wir nur noch auf Ash warten, ne? Wo ist er denn? Ach, da hinten, da kommt er. Also, dann können wir ganz kurz mal hier rumschwenken, wie das hier so aussieht. Oh, da oben jede Menge Chemtrails. Das ist ja der Hammer. Bald ist die Sonne weg. Also, hier sieht es aber noch schön aus. Das da vorne ist die Hochbrücke, die hier von Kiel nach Holtenau geht. So. Quatsch. Sind wir bereit? Es geht los. Also. Da kommt jemand von hinten. Wir müssen entweder schneller werden oder Platz machen. So, hier kann man jetzt, während man hier schön Fahrrad fährt, auch die krassen Dampfer sehen. Ne? Da vorne zum Beispiel kommt ein Containerfrachter. Und guck mal, von hinten ist da ein Schlepper dran. Das gucken wir uns gleich mal an, wenn wir näher dran sind. Alter Schwede, hier muss man voll aufpassen, wenn man kurz mal anhält und vom Fahrrad steigt. Hier kommen andauernd Fahrräder an und dann wird man vom Fahrrad umgefahren. So, also hier ist dieser Containerfrachter. Der fährt jetzt da in der Richtung auf die Schleusen zu, wo es in die Ostsee geht, also erstmal in die Kieler Förde. Und da wird er von einem Schlepper gebremst. Sieht auf jeden Fall so aus, sonst wird er ja vorne ziehen. Diese kleinen Bötchen hier, also wenn man drauf ist, sind die gar nicht so klein, halt Segelboote. Die haben jetzt mal eine richtig spannende Fahrt durch den Nordostseekanal vor. Da hätte ich mal auch Lust zu, ne? Hast du ja auch Lust dazu, mal mit so einem Segelboot durch den Ostseekanal? Ja, ne? Müssen wir nur noch ein Boot, müssen wir nur noch ein Boot kaufen. Das macht mit Sicherheit Spaß. Vor allen Dingen hier an so einem riesen Pötten vorbei. Na gut, davon werden wir wohl noch ein paar sehen. Wir wollen jetzt mal weiter, ne? Ja. Auf geht's. Also, kurz mal für dich hier, wenn du absteigst vom Fahrrad oder so, du musst hier echt ständig aufpassen. Hier fahren teilweise richtig schnell Fahrräder. Und wenn die dich anfahren, das kann auch wehtun. Das ist ein cooles Boot da, ne? Segelboot. Hast du eben gesagt, du magst die Strecke nicht? What's up? What's up? Das wird noch cooler. So, wir sind unterwegs und während ich jetzt hier so längs fahre, überlege ich gerade, ob wir schneller sind als die Segelboote oder ob die Segelboote schneller sind als wir. Schnucki, was denkst du? Alter, was ist hier los? Also wir sind jetzt hier erstmal unter den Hochbrücken, unter den Holtenauern. Da vorne wird geangelt. Hier nochmal die Holtenauer Hochbrücken. Ja, und wir haben jetzt hier die ganze Zeit Sonne, ne? Ist das krass? Also, der Typ da hat mal echt einen ziemlich lauten Außenborder. Der muss entweder taub sein oder der hat Watt in den Ohren. Was sagst du dazu? Hör mal. Die ganze Zeit. Ja. Aber ich glaube, irgendwann mal hörst du es nicht mehr. Das würde mich ja sogar nerven, wenn ich hier auf dem Fahrrad die ganze Zeit neben dem fahren müsste. Aber mal gucken, vielleicht sind wir ja auch schneller als die. Sieht das nicht romantisch aus? Der Skipper steht hinten an der Pinne von seiner Yacht und steuert in den Sonnenuntergang. Ich finde das ja so, also es könnte ich sein. Was denn? Haben sie überholt? Ja. Marie sagt gerade, wir haben sie überholt. Die ganzen Segler, die an uns vorbeigefahren sind. So, Ash ist hier vor mir. Was gibt's hier denn? Wieso geht es hier nicht mehr geradeaus weiter? Okay, hier ist irgendwie so eine Parkbucht. Parkbucht für Yachten. Was denn?
geradeaus. Mein dritter Gang geht heute wieder. Na, guck mal. Ja. Ich denke mal, wir werden hier noch viele Wege kriegen. Am Anfang hatten wir hier einen Sandweg, dann Doppelplattenweg. Jetzt haben wir hier schon fast eine Straße. Mal sehen. Da vorne kommt schon wieder eine Hochbrücke. Das ist die Levensauer Hochbrücke. Da fahren wir dann auch gleich mal unter durch. So, Ash, wir müssen durch die stürmischen Gewässer hier. Komm, wir schaffen das. Wow, die Wellen gehen noch nicht gegeneinander, wir müssen mit. So. Und jetzt hier rüber. Hier. Wow, wow. Cringe. Wir haben jetzt hier noch ein paar Bilder gemacht und der hat uns wieder eingeholt mit seinem lärmenden Außenborder. Oh, das sieht bestimmt gleich gut aus, wenn er hier ins Sonnengeglitzer fährt. Marie packt jetzt hier gerade mal ihren Kram bei mir mit rein, weil das bei ihr zu viel ist, oder was? Naja, guck mal bitte meinen Korb an. Der ist voll, guck mal meine Taschen an. Die quellen voll. Schon gleich über. Dein Korb hier? Oh ja, der ist total voll. Und dabei haben wir noch nicht mal unser Picknick hinter uns. Okay, dann würde es ja auch weniger sein. Was rede ich hier? Hey, wie kommt Ash dahin? Der muss uns heimlich überholt haben. Ash macht hier eine Pause. Was gibt's? Ich Pause, ich kletter da jetzt hoch. Ah, viel Spaß. Also, Ash möchte darauf klettern. Viel Spaß. Nee, er will da hinten auf diesem Dings klettern, nicht auf dem Tor. Wir sind hier unter deinem Ja, Rücken. Kletter rauf. Kannst du machen. Nee, er will da hoch. Ich weiß. Also, Ash klettert hier die Limze. Die Levensauer Hochbrücke hoch. Das ist die hier. Steht hier schon seit, weiß ich nicht wie viel, 100 Jahren. Das hier ist sozusagen der Neubau oder so. Steht auch schon seit irgendwie zig Jahren. Ja. Ui, guck mal da oben, Flugzeug ohne Chemtrail. So, was? Sind die beide befahrbar? Ja, das eine ist eine Autobahn, das andere ist eine Stolperstraße. Ist schon ganz so, guck mal, hier kommt wieder ein Schiff angefahren. Ash ist hier auf Wanderung nach oben. Da. Huhu. Was? Hinter dir. Ja, ich hab schon gesehen. Also, die schreien alle hinter dir. Krass, was ist das für ein Boot? Ein Boot auf dem Boot. Lady N und... Habe ich nicht gelesen. Ja. Also, man kriegt denn hier die Boote mal so... Hautnah mit, ne? Man steht genau daneben. Voll cool. Oh, der kommt gleich oben gegen. Oh, doch nicht. Es ist ja mal richtig schön hier, ne? Also, wer mal hier mit dem Rad fahren möchte oder mit dem Boot, das hier ist der Nordostseekanal. Da fahren dann auch mal etwas größere Pötte durch. Und manchmal sieht man Leute am Rand rumkrabbeln. Zum Beispiel Mütter und ihre Kinder. Da. Und hier ist wieder der Lonely Rider. Der uns wieder überholt, dann überholen wir den wieder, dann er wieder uns. Ich schätze mal, vielleicht geht das ja noch ein bisschen so weiter. Vielleicht kriege ich den immer wieder mal drauf. Weil wir jetzt natürlich nicht nur zum Fahrradfahren hier sind, werde ich mal gucken, dass ich hier auch eine kleine Bergbesteigung hinkriege. Meine Schuhe sind mal keine guten Bergsteigerstiefel, muss ich sagen. So. Das war keine gute Idee hochzugehen. Oh, das ist mal rutschig hier, ne? Also runter geht's schwerer als hoch. Brauchst du ihn doch nur hinsetzen und runterrutschen. Ich bin oben angekommen. Er geht gerade unter durch hier. Er will nämlich noch weiter nach oben. Puh. Das ist ja mal eine krasse Rutsche hier, ne?
Und wenn er da runtergerutscht ist, ist seine... Dann ist die Hose Schrott. Ich mach das nicht. Da runterrutschen oder da hochklettern? Oh. Warum nicht? Zu schwer. Oh, okay, dann lass mal wieder runtergehen. Wer was von Bergsteigen kennt, der Abstieg ist nämlich auch noch mal schwer. Komm, wir haben auch noch den Abstieg vor uns. Hier noch mal schnell einen Rundumblick, wie es hier aussieht. Da ist noch mal die alte Lebensauer Hochbrücke. Wollen wir da mal hin? Nee. Okay, wir versuchen mal wieder heil hier runterzukommen. Vielleicht kann man hier runterrutschen. Auf so einem Brett hier. Also wir haben uns entschlossen, doch nicht zu rutschen. Wir werden hier Step by Step runtergehen. Und meine Schuhe sind immer so... Der Zug fährt! Okay. Marie hatte mich vorhin gefragt, ist diese Brücke in die eine Richtung und die Brücke in die andere? Das ist nicht so. Auf dieser Brücke geht es hin und her und auf der Seite auch plus Eisenbahn. Aber eben nur Landstraße und nicht zweispurig. So, besonders weit sind wir ja noch nicht gekommen hier, ne? Wir kraxeln jetzt erstmal hier runter. Okay, Stein Fahrrad wartet. Wir sind unten angekommen. Weiter geht's mit der Radtour. Hier wartet auch schon Marie. Du, ich habe da sogar einen Zug gesehen. Ja, haben wir auch gesehen. Ich fährt auch einen Zug. Ja, da oben fahren Autos und Züge. So, wollen wir weiter? Mhm. Komm. Und wir sind unter der Lebensauer Hochbrücke und fahren weiter Richtung Westen. Ja, und da oben ziehen die Flugzeuge weiter ihre Bahn. Wenn das so weitergeht, ist der blaue Himmel gleich weg, ne? Ja. Wer weiß, vielleicht regnet das noch. Aber ich bin hier voll gerüstet, auch für Regen. Ponchos haben wir mit, ne? Ich glaube, die habe ich in der Satteltasche gesehen hatten. So, weiter geht's ja. Auch das ist ja so cool. Findet das jemand nicht cool? Ja. Du findest das nicht cool? Ja. Hier gibt es sogar Berge, guck mal.